Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Auf meinem Kanal am 15.05.2020. Ich habe heute nicht viel zu erzählen, weil einfach ein normaler Freitag war und keine Assistentin da war. Und eigentlich auch nicht viel passiert ist, außer dass ich vorm Computer gesessen bin und so. Morgen kommt Tanja wieder. Ich habe heute einen Hohl abgedreht, einen Schienenhohl. Etwas holprig, weil ich immer die Klamotten so drehen muss, dass die Kamera sie aufnimmt und ich war etwas zu seitlich. Und man hat die Sachen nur teilweise gesehen. Und das war nicht so gut, aber ich habe das Video online gelassen, weil ich habe jetzt nicht die Gelegenheit, das nochmal zu machen. Und so schlimm war es dann auch nicht. Ich bin schon ziemlich müde. Es ist 20.02 oder 20.03 Uhr. Man merkt auch, dass ich müde bin, weil ich extrem schiele und mein Augenlid schon wieder hängt. Und das ist immer, wenn ich müde bin. Ich wollte euch mal was zum Thema Fatigue erzählen. Fatigue ist auf Deutsch übersetzt Blähung, Müdigkeit. Und das kann entstehen bei chronischen Krankheiten. Und das ist sozusagen eine Müdigkeit, die auch durch Schlafen nicht behoben werden kann. Ich habe heute bis 9:30 geschlafen. Oder bis 10. 10:30, glaube ich sogar. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich lang geschlafen und bin trotzdem jetzt wieder so müde, dass ich sofort einschlafen könnte. Und ich habe auch Ein- und Durchschlafstörungen. Und wenn ich jetzt mich hinlege und das Licht abdrehe, heißt es nicht, dass ich gleich einschlafe, obwohl ich so müde bin. Es dauert immer eine Stunde, bis ich einschlafe. Und manchmal auch länger. Und diese Müdigkeit, die spüre ich halt im ganzen Körper und die macht die Konzentration auch schwer und macht es halt immer komplizierter, mich zu konzentrieren und bei der Sache zu bleiben und nicht einzuschlafen. Und also bei mir gab es auch schon den Verdacht von Narkolepsie, weil ich zweimal auf der Reha 2 Tage hatte, wo ich nur geschlafen habe. Da habe ich wirklich 48 Stunden geschlafen. Und dazwischen vielleicht kurz gegessen und oder nicht mal das richtig geschafft, ohne einzuschlafen. Und das hat immer 2 Tage gedauert. Insgesamt 4 Tage. Zweimal auf der Reha hatte ich das. Und da war der Verdacht von Narkolepsie da. Aber das hat sich dann nicht bestätigt, weil es nicht länger dauert als 2 Tage, wenn ich das habe. Das ist zwar so eine Art Narkolepsie, aber keine richtige Krankheit, sondern phasenbedingt durch Stress oder durch zu viel Einflüsse löst das aus, aber es ist halt eine Fatigue, die mit der MS entstanden ist, die diese bleierne Müdigkeit auslöst und die mich dazu bringt, dass ich teilweise um 8 schon schlafe, um 8 am Abend. Und an manchen Tagen kann ich mehr machen und an manchen Tagen passt gar nichts. Und am besten ist die Müdigkeit, am wenigsten ist die Müdigkeit in der Früh. Nach dem Aufstehen, so eine Stunde nach dem Aufstehen, wenn ich richtig wach bin,
bis Mittag und dann setzt sie wieder ein. Und dann dauert es bis 18:30 Uhr lang, bis ich wieder ins Bett gehe. Und dann habe ich oft noch eine Stunde, wo ich am Laptop was machen kann oder mir Videos anschauen kann oder Videos aufnehmen kann. Und dann bin ich meistens schon so müde, dass ich einschlafe. Aber ich brauche trotzdem Schlafmedikamente, weil ich sonst nicht durchschlafe und das Einschlafen ewig dauert. Es ist einfach so eine körperliche Müdigkeit. Wie wenn man Marathon gelaufen ist und danach noch 48 Stunden aufbleiben muss, dass sich der ganze Körper müde anfühlt, aber man schläft trotzdem nicht gleich ein. Und das ist wie wenn man auf einem Festival war, total aufgedreht ist und schwer einschläft und trotzdem total müde ist. Und diese Kombination macht halt irrsinnig schwierig. Und jetzt Corona macht halt eine Testung auf Fatigue im Schlaflabor fast unmöglich und die Wartezeiten sind da auch extrem lange, bis man einen Termin bekommt. Und das ist jetzt seit einem halben Jahr mein Problem. Oder Fatigue kann man nicht wirklich testen, sondern es ist eine Feststellung aus dem Schlafrhythmus. Und warum ich überhaupt bei dieser Müdigkeit Schlafmedikamente brauche. Und was bei mir falsch läuft im Schlaf, dass ich mich nicht erholt fühle ohne Schlafmedikamente. Weil ohne Schlafmedikamente ist es so, als wäre ich die ganze Zeit wach, als würde ich mit offenen Augen schlafen und alles mitbekommen. Und die Schlafmedikamente sorgen halt dafür, dass ich mich im Schlaf auch erhole. Aber die Fatigue ist halt trotzdem da. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das ist ziemlich schwer zu begreifen. Und dass ich überhaupt eine Fatigue habe, da sind wir erst vor einem halben Jahr drauf gekommen. Weil bei Depressionen ist man oft müde und antriebslos und hat oft Schlafstörungen und das war immer normal für mich, dass ich halt teilweise nicht schlafen konnte und teilweise trotzdem so müde war. Und dann hat meine Psychologin, eine Psychologin, mal das Thema Fatigue angesprochen. Und das ist, ja, liegt ja ziemlich auf der Hand, dass es das ist, weil ich halt auch eine Autoimmunerkrankung habe. Und das in Kombination oft auftritt. Und das macht das Ganze so schwierig. Und ich habe mich auch zur Fatigue belesen. Und es gibt sehr wenig, was man dagegen machen kann. Es gibt nur wenige Medikamente, die ein bisschen helfen, aber auch nicht so richtig. Und man muss halt Aktivitäten an die Zeitpunkte schieben, wo die Fatigue noch nicht so stark ist. Also bei mir am Morgen. Und am Nachmittag weniger machen. Aber weil ich eben vormittags lange schlafe, weil ich sonst überhaupt nicht in die Gänge komme, kann ich vormittags fast nichts machen. Und am Nachmittag sind halt immer die Assistenten da und da wird zu viel Konzentration gefordert, dass mich das oft überfordert. Und das ist ziemlich schwierig. Aber ja, heute hatte ich einen Tag für mich. Ich bin vor dem Computer gesessen und habe hin und her überlegt und Sachen gemacht und mich beschäftigt und so.
und musste nicht die ganze Zeit reden. Das hat es mir einfacher gemacht. Aber ich kann nicht die ganze Zeit auf soziale Kontakte verzichten, weil ich zu müde bin. Weil das ist auch nicht gesund. Und ich glaube, dass ich da erst so meinen Weg finden muss, wie ich meine Energien einteile, um mit der Fatigue klarzukommen und nicht ständig dieser Müdigkeit nachzugeben. Ich wollte halt eigentlich gar kein Video drehen, weil ich mir gedacht habe, es ist eh nichts passiert. Aber ich habe mir gerade gedacht, ich könnte hier mal was über meine Fatigue erzählen oder was Fatigue ist. Ich kannte das vorher auch nicht, dass es sowas gibt. Aber das kann man googeln und auf Wikipedia und so nachlesen. Und das ist einfach eine Krankheit, die zu Immun Abwehrstörungen und immunsuppressiven Krankheiten dazukommt. Und zu Autoimmunerkrankungen. Und ja, sonst geht's mir heute ganz gut. Wie gesagt, ich musste mich mit niemandem beschäftigen. Meine Eltern waren auch beschäftigt. Und ja, bis auf den Skihinhol habe ich heute nicht viel gemacht. Und morgen kommt Sonja wieder und ich weiß noch gar nicht, was wir machen. Meine Zimmer sind geputzt und es gibt nicht so viel zu machen. Aber irgendwas wird uns schon einfallen und morgen möchte ich mich auch wieder schminken. Ich weiß nicht, warum ich da hier und hier so rot bin. Hier habe ich mich aufgekratzt. Ich habe teilweise massive Rötungen im Gesicht. Und meine Narben sind auch gerötet. Sieht aus wie ein pubertierender Teenager. Ein so dicker pubertierender Teenager. Aber ja. Kann man nichts machen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.